Philipp, du bist einer der wenigen von uns, die tatsächlich eine Veröffentlichung in einem pseudowissenschaftlichen Journal haben. Ne? Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen und dann auch, wie es dazu gekommen ist und was der Inhalt des Ganzen war und wie die Reaktionen darauf ausgefallen sind. Es gibt vielleicht zwei Hintergründe, von denen ich erzählen sollte. Der eine Hintergrund ist, dass meine Familie, insbesondere mütterlicherseits, man kann schon sagen, da ist viel Esoterik dabei. Und insofern sind meine Schwestern und ich als kleine Kinder auch laufend homöopathisch behandelt worden. Homöopathie war einfach, das war die Art und Weise, wie man etwas tut, wenn es einem schlecht geht. Das war halt viel besser als die Chemie mit der Schulmedizin. Und wir haben auch etliche Besuche bei unterschiedlichsten Heilpraktikern hinter uns gebracht, unterschiedlichste Heilpraktikerbehandlungen und auch alternative Zahnbehandlungen, alles Mögliche. Da kam schon einiges zusammen. Immerhin lebe ich immer noch. Wahrscheinlich geht es mir mittlerweile auch oder momentan ganz gut, so 25 Jahre später. Und auf der anderen Seite, ich bin Physiker. Meine Freunde würden wahrscheinlich auch sagen, nicht nur, dass ich den Beruf gelernt habe, sondern dass ich als Person das einfach bin oder repräsentiere. Ich habe Physik an der Universität Hamburg studiert und in Richtung Diplomarbeit dann auch einiges an Spezialisierung Richtung Quantenmechanik. Immer noch eine oder experimentelle Arbeiten, keine theoretischen Arbeiten. Das heißt, ich habe die Zeit in einem sehr, sehr dunklen Kellerlabor mit allerlei Lasern verbracht und ja, habe dann später als Ingenieur promoviert auf einem Gebiet mit Messtechnik, mit Strömungslehre. Das hatte dann mit Quantenmechanik wenig zu tun. Das ist so viel vielleicht zu meinem Werdegang. Was man dann auf jeden Fall aber auch sagen kann oder merken sollte, ist, wenn man anfängt, sich mit Physik zu beschäftigen und die Homöopathie so ein bisschen kennt, was sie ist, was dahinter steckt, dann sollte einem auffallen, da gibt es eine gewisse Dissonanz, da passt einiges nicht zusammen. Und das hat dann auch bei mir dazu geführt, dass ich neugierig wurde, dass ich ein bisschen tiefer reingeschaut habe. Und das betrifft jetzt auch bei weitem nicht nur Homöopathie, sondern Homöopathie ist so ein spezielles Beispiel, weil es in Deutschland, glaube ich, mit Abstand die prominenteste Methode aus der Alternativmedizin ist. Sie hat viele Freunde, von denen man eigentlich nicht denkt, dass es esoterische Menschen sind, aber trotzdem nehmen die ganz selbstverständlich homöopathische Pillen zu sich, wenn es ihnen nicht so gut geht. Und sie kommt ja jetzt auch im allerersten Moment nicht wirklich esoterisch daher, sondern mit etwas Abstand betrachtet, man ist krank, man nimmt irgendein Mittel dagegen und dann geht es einem wieder besser. So zumindest sollte das funktionieren. Das ist also nicht fundamental anders, wie wenn man zu einem schulmedizinisch arbeitenden Arzt geht. Okay, vielleicht mal bis hierhin. Das ist schon mal sehr, sehr interessant, weil das klingt ja jetzt auch an. Also du hast private Erfahrungen damit gemacht, genauso wie Edzard Ernst. Und der ist dann nicht in den Bereich der theoretischen Forschung gegangen, ne? Also was die naturwissenschaftlichen Grundlagen angeht, sondern in den Bereich der Medizin, ne? Und hat da also insbesondere Rehabilitation gemacht und dann sich auf Alternativmedizin spezialisiert. Und das sind ja im Prinzip eigentlich so die beiden Komponenten. Also ihr werdet ein gutes Team zusammen, ne? Weil ihr so diesen empirischen Teil ganz gut einschätzen kannst und du sagen kannst, naja, sogar wenn da empirisch was rauskäme, dann hättet ihr immer noch die gesamte etablierte harte Wissenschaft gegen euch. Und das Interessante ist ja, wie die Homöopathen damit umgehen. Ne? Also die sagen ja, nee, nee, die Tatsache, dass wir da in Studien manchmal was finden, die können wir auch theoretisch erklären. Und das war ja genau eigentlich Gegenstand dieses Briefs an den Editor von Homöopathy,
den du geschrieben hast. Kannst du dazu ganz kurz was sagen? Was ist die Theorie, die die Homöopathen sich ausgedacht haben? Das Ganze hat natürlich auch eine gewisse Hintergrundgeschichte. Die Hintergrundgeschichte ist, dass es etwas gibt namens schwache Quantentheorie oder verallgemeinerte Quantentheorie. Zum ersten Mal hatte ich davon erfahren in einem Buch von Martin Lambeck, dass das bekannte Buch oder in diesen Kreisen bekannte Buch Irrt die Physik? Fragezeichen. Und das war dann ein bisschen der Anlass für mich. Ich kannte mich ja mit Quantenmechanik ganz gut aus, kannte mich mit Physik gut aus und fand, wenn an der Homöopathie etwas dran sein sollte, dann muss es ja eigentlich auch irgendeine Art Modell dafür geben, wie das, was sie dann Gedächtnis des Wasser nennen, funktionieren soll. Also war etwas, was mich immer ein bisschen fasziniert hat. Vielleicht ist es eine ungesunde Faszination, die, wie bei allen GWUP-Mitgliedern, man hält Esoterik ja für Unsinn, schaut aber trotzdem hin. Ist es das Äquivalent eines Voyeurs, der auf einen Unfall draufschaut? Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls war das dann eben der Anlass für mich, dass ich mir die Originalarbeiten zu der schwachen Quantentheorie ein bisschen näher angeschaut habe, also die Originalartikel auch gelesen habe, mich mit denen beschäftigt habe und auf einer damals hieß es GWUP-Konferenz, nicht SCEPCON, hatte ich dann ein bisschen mit dem Martin Mahner drüber gesprochen und der Martin hat mich dann überredet oder überzeugt, dass ich zu dieser schwachen Quantentheorie doch vielleicht etwas für den Skeptiker schreiben könnte. Und das liegt schon sehr, sehr lange zurück. Na, kannst du sagen, wann das war? Liegt schon einige Jahre zurück, ja. Diese Beschäftigung, das war etwa 2005, Anfang 2006. Der Artikel im Skeptiker ist dann in der Ausgabe 3 2006 erschienen, hat über einigen Seiten, also es war jetzt kein Kurzartikel, erklärt, was es mit dieser schwachen Quantentheorie auf sich hat, wie die Homöopathen erklären, dass die oder wie die Homöopathen ein Modell ihrer Behandlungsmethode aufbauend auf der schwachen Quantentheorie sich ausdenken, wie sich das Ganze dann zu richtiger Quantenmechanik verhält. Da gibt es dann natürlich signifikante Unterschiede und was man letztendlich davon zu halten hat. Das hat lustigerweise auch dazu geführt, dass mich der Hartmann Römer kontaktiert hat. Die Autoren der Originalarbeit zur schwachen Quantentheorie, das sind Hartmann Römer, der ist Physikprofessor oder war damals Physikprofessor in Freiburg, ist mittlerweile natürlich emeritiert. Das war Harald Attmannspacher und Harald Wallach. Und ganz ähnliche Gedanken wie diese schwache Quantentheorie findet man bei einer weiteren Person aus Freiburg, nämlich dem Walter von Lukadu. Der ist ja bekannt oder berüchtigt als Nachfolger von Hans Bender, als Leiter der parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg. Jedenfalls war natürlich Hartmann Römer nicht ganz einverstanden mit all dem, was ich im Skeptiker geschrieben hatte. Er hat mir aber zugestanden, dass ich mir die Mühe gemacht habe, seine Arbeit richtig zu lesen, sie auch zu verstehen. Und daraus hat sich dann auch ein eigentlich sehr freundlicher Dialog entwickelt. Ich habe ihn dann auch bei späterer Gelegenheit nochmal getroffen. Auch da konnte man sich sehr freundlich austauschen. Natürlich sehen wir nicht alles gleich. Aber wir haben, glaube ich, ein Verhältnis, wo man konstruktiv andere Meinungen haben kann. Und ich würde auch definitiv nicht sagen, das, was Hartmann Römer schreibt oder sagt, ist Unfug. Und das Ganze war dann soweit auch im Grunde abgeschlossen. Aber ein Jahr später hatte ich dann davon erfahren, dass in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Homeopathy, die
also ganz normale wissenschaftliche Zeitschrift herausgegeben oder herauskommend im Elsevier Verlag, also größter wissenschaftlicher Verlag, den es gibt. Das hat auch einen Peer-Review-Prozess, also wird gefunden, wenn man in Google Scholar sucht, also nach allen äußerlichen Merkmalen eine ganz normale wissenschaftliche Fachpublikation. Jedenfalls gab es dann in dieser Fachpublikation ein Sonderband zum Thema Gedächtnis des Wassers. Und davon hatte ich dann mitbekommen, hatte dann auch die Hand auf diese Artikel bekommen, weil die freundlicherweise das auch öffentlich zugänglich gemacht hatten. Also nicht hinter einer Paywall versteckt, wie das leider häufig bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Fall ist. Und da drin gab es auch einige Beiträge, die diese Arbeiten die mit der Verbindung zwischen Homöopathie und schwacher Quantentheorie ausgebreitet haben. Es gab eine Veröffentlichung von jemandem namens Otto Weingärtner, eine weitere Veröffentlichung von Lionel Milgram aus England. Und das Ganze hat einerseits auch dazu geführt, dass ich mich ein bisschen vernetzen konnte mit anderen Leuten, die auch sich mit der Thematik ein bisschen beschäftigt hatten, insbesondere mit zwei Forschern aus England. Und andererseits hat es dann dazu geführt, dass ich mir die Mühe gemacht hatte. Ich hatte mich ja schon bereits sehr lange mit dieser schwachen Quantentheorie beschäftigt, das Ganze dann noch in einem Leserbrief von etwa einer Seite Inhalt zusammenzufassen und an Homöopathy zu schicken. Auch das muss man Homöopathy lassen. Die haben nicht nur diesen Brief publiziert, sondern auch einiges an anderen kritischen Briefen publiziert. Da ging es nicht nur um schwache Quantentheorie, sondern da ging es auch um andere Experimente, um andere Arbeiten, wo zum Beispiel Experimente beschrieben wurden, die angeblich einen Unterschied zwischen homöopathischen Präparaten und Kontrollpräparaten festgestellt haben. Und das ist eigentlich ein Punkt, den muss man wirklich sehr stark machen, finde ich, weil es gibt ja auch unter uns Leute, die sagen, pass mal auf, in der Wissenschaft, da ist Kritik immer erwünscht und du kannst immer Kritik äußern, wenn du irgendwas hast und so, und das wird dann auch also angenommen und diskutiert und so weiter, ne? Und das ist genau der Unterschied eigentlich zur Pseudowissenschaft. Weil in der Pseudowissenschaft, da darf man nichts kritisieren. Wenn man Kritik äußert, dann wird es ignoriert. Auf jeden Fall wird es nicht abgedruckt und so weiter. Und das, was du jetzt erlebt hast, ist ja eigentlich, widerlegt ja im Prinzip diese Hypothese. Ne? Wie denkst du denn, sind die damit umgegangen? Weil das ist ja eigentlich jetzt wirklich dann die zentrale Frage. Meine These ist ja, dass Homöopathie deswegen eine Pseudowissenschaft ist, weil sie sich nicht konstruktiv mit den Gegenargumenten auseinandersetzen. Ne? Könntest du mal vielleicht schildern, was war denn eigentlich die These, die du da kritisiert hast? Also insbesondere von Lionel Milgram. Und wie hat er dann reagiert auf das, was du gesagt hast? Ja, also vielleicht sollte ich dann ganz kurz erzählen, wie dieser Zusammenhang zwischen schwacher Quantentheorie und Homöopathie aussieht. Und grundsätzlich gilt ja, dass die Quantenmechanik eigentlich besonders beliebt ist, als Erklärung für allerlei Unsinn herzuhalten. Das liegt auch, aber nicht nur daran, dass, wenn man von Quantenmechanik spricht, man meistens zu Recht annehmen kann, dass der Gegenüber eigentlich keine Ahnung hat, aber zwei Sachen weiß. Nämlich erstens, es ist hochtrabende Wissenschaft, so ganz modern, und außerdem sind da Dinge drin, die so ein bisschen einem naiv-mechanistischen Weltbild widersprechen. Das heißt, es scheint erstmal sehr gut geeignet. Und es sind auch Effekte drin, die man bei sehr naiver Interpretation so ein bisschen auf zwei Grundsätze der Esoterik zurückführen kann, nämlich Geist über Materie und Fernwirkung. Das heißt, eine Sache, die irgendwo passiert, beeinflusst instantan eine Sache, die irgendwo anders ganz, ganz weit weg passiert,
zwei Dinge, die eigentlich voneinander nichts wissen dürften, aber trotzdem gleichzeitig passieren. So dieses typische Situation zum Beispiel von Vorahnung. Ein guter Freund von mir, dem passiert gerade etwas Schlimmes und genau in dem Moment muss ich an ihn denken und bin total besorgt, obwohl ich eigentlich beim besten Willen nicht wissen kann, dass dem gerade das passiert und auch keinerlei Vorahnung habe, dass der in Schwierigkeiten stecken könnte. Also diese nicht lokale Wirkung oder Wirkung auf Abstand. Und das macht Quantenmechanik attraktiv für Esoterik, weil diese beiden Sachen scheinbar, muss ich sagen, in der Quantenmechanik drin sind. Und jetzt. Also du denkst an ihn, weil irgendwas in dir ist mit ihm quantenverschränkt. So, auf so etwas läuft es hinaus. Jetzt sind ja Leute wie Lionel Milgram keine Idioten. Und ein bisschen haben sie auch verstanden, wie Quantenmechanik wirklich funktioniert. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz vielleicht ergänzen, weil nicht jeder, der das hört, also kennt den. Aber der arbeitet für die Faculty of Homeopathy, ne, und ist selbst Chemiker. Ja, Lionel Milgram ist eine sehr interessante Person. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Mittlerweile dürfte er lange die 80 überschritten haben, aber er ist jemand, der eine völlig reguläre und ziemlich hoch angesehene Karriere als Chemiker hatte dann auch natürlich sein Spezialgebiet, hat an der Universität geforscht, gearbeitet und in seinen späteren Jahren, ich weiß jetzt nicht so richtig warum, es ist jetzt auch nicht so, dass ich ihn persönlich kennen würde. Aber er hatte wohl mal ein Erlebnis, dass ein Homöopath ihm sehr geholfen hat. Und hat dann angefangen, sich sehr intensiv mit Homöopathie zu beschäftigen, auch als solcher zu praktizieren. Und hat dann auch angefangen, in der wissenschaftlichen Literatur über Homöopathie zu publizieren. Und hat sehr intensiv diesen Gedanken mit der schwachen Quantentheorie aufgegriffen. Warum jetzt schwache Quantentheorie und nicht reguläre Quantenmechanik? Ich hatte ja vorhin etwas nonchalant gesagt, die Leute sind ja keine Idioten. Sie haben ja begriffen, dass die Quantenmechanik nicht die richtige Theorie ist, um so etwas wie ein Globuli zu beschreiben. Und diese Sachen aus der Quantenmechanik etwa, dass der Geist wichtiger sei als die Materie und dass Sachen, die im Grunde nichts miteinander zu tun haben, trotzdem irgendwie verschränkt sind. Die will man allerdings trotzdem beibehalten. Und was dann passiert ist oder was mit der schwachen Quantentheorie auch passiert, es wird erstmal schlicht ein mathematisches Zahlensystem, eine verallgemeinerte Quantentheorie postuliert. Und es wird behauptet, dass diese verallgemeinerte Quantentheorie auch in allerlei Situationen ein angemessenes Modell ist. Das heißt, dass man Dinge beschreiben kann mit dieser verallgemeinerten Quantentheorie. Und in dieser verallgemeinerten Quantentheorie können dann auch Sachen wie Verschränkungen vorkommen, wie man sie auch aus der richtigen Quantenmechanik kennt. Und jetzt muss ich probieren, ein gerades Gesicht dabei zu behalten. Das Modell der Homöopathie entsprechend der verallgemeinerten Quantentheorie ist, dass man eine Verschränkung aufbaut mithilfe des Therapeuten zwischen dem Symptombild, dem Patienten und dem homöopathischen Präparat, was man ihm verabreicht. Und wenn der Patient das dann einnimmt, dann kommt es zu einer Verallgemeinerung der quantenmechanischen Teleportation und es wird das Symptombild quasi teleportiert auf das homöopathische Mittel, was er einnimmt. Und damit ist das Symptombild nicht mehr bei dem Patienten, ergo ist der Patient von seinen Symptomen befreit. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
mit sehr, sehr geradem Gesicht. Ja, vielleicht kann ich da auch ein wunderbares Beispiel aus dem Originalartikel zur schwachen Quantentheorie auch noch nennen. Und da wurde nämlich die Vermutung geäußert. Also wenn ein Psychologe oder ein Psychiater mit einem Patienten redet und dieser Patient vielleicht Fantasien hat, die nicht ganz sauber sind. Dann fängt es bei dem Psychologen an, dass er auch an solche Sachen denkt. Dann ist das eine Übertragung, die auf quantenmechanischer Verschränkung basiert. Also wenn der Psychologe, nachdem er sich die ganze Zeit Schweinkram anhört, selbst an Schweinkram denkt, dann liegt es nicht daran, dass sein Gehirn irgendwie das reflektiert, was er sich angehört hat, sondern dann ist es eine quantenmechanische Verschränkung, die zu einer nicht lokalen Gedankenübertragung führt. Ja. Übrigens, das steht so ernsthaft in dem Artikel drin. Eine Frage ganz kurz dazwischen, weil das genau auch die Theorie ist, die der Thomas Gehlert, ich weiß nicht, ob der den kennst, der quasi diese Bücher über Quantenmechanik in der systemischen Aufstellung gemacht hat, 500 Seiten Wälzer drüber geschrieben, und das ist quasi genau die gleiche Basistheorie, dass quasi die systemische Aufstellung deshalb funktioniert, weil sich da eben Kohärenzphänomene und dass sich da quasi was überträgt quantenphysikalisch auf den auf die Teilnehmenden und auf den Leiter der Aufstellung. Das ist ganz interessant. Also der Name Thomas Gehlert war mir kein Begriff, aber in der Originalarbeit zur schwachen Quantentheorie wurde tatsächlich auch die systemische Familienaufstellung nach Hellinger als ein weiteres Beispiel genannt. Das ist, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber das fände ich total spannend. Vielleicht kannst du auch so ein bisschen einen Tipp geben, wie man so als Un- oder Mittelbeleckter in diesen Themen es irgendwie damit umgehen kann, wenn solche, also unrealistische Aussagen von realistischen Aussagen zu unterscheiden, also ob es da vielleicht so Kriterien sogar gibt, wo du sagst, in dem Moment muss man immer vorsichtig sein, oder ob du sagst, nein, das ist wirklich so, so offen, diese Theorie noch, dass man, das vielleicht können sich wirklich irgendwann mal, kann man das darauf übertragen, weiß man nicht, aber im Moment sieht es nicht danach aus. Das wäre fast eine andere Haltung dazu. Aber erzähl erst mal weiter, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Also der weitere Lauf der Geschichte, um die es uns ja eigentlich geht, war, dass ich dann diesen Leserbrief in Homeopathy publiziert habe. Der hat meine Kritik an dem ganzen Konzept schwache Quantentheorie in relativ kurzen Text gebündelt. Und ich habe daraufhin sowohl von Lionel Milgram wie auch von Harald Wallach eine Antwort bekommen. Und es ist ja im Grunde üblich, dass das quasi offene Briefe sind. Das heißt, jemand publiziert etwas, darauf dürfen dann andere Forscher etwas anmerken, etwas kommentieren, und dann gibt man den Autoren der Originalarbeit eine Gelegenheit, darauf zu antworten. Und ich hab dann eben diese beiden Antworten bekommen, und sehr lustigerweise war die Antwort von Milgram mit dem Titel versehen Treating Like with Like, also ein Wortspiel auf meinen Namen und auf das Grunddogma der Homöopathie, dass Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen sei oder zu behandeln sei. Milgram, das muss man ihm wirklich lassen, er ist ein sehr, sehr gebildeter Mensch, der wahnsinnig viel weiß und ein unheimlich guter Schriftsteller. Also wenn man sich seine Texte so liest, das macht erstmal Spaß, das zu lesen. Es kommt wirklich überzeugend daher. Auch Harald Wallach, gerade zu dem Zeitpunkt, auch er ist, glaube ich, ein sehr, sehr gebildeter Mensch. Im Kern steckt in ihm auch ein richtig guter Wissenschaftler. So im Jahr 2008 hätte ich jederzeit gesagt, das ist jemand, der ist zwar von der Homöopathie überzeugt, aber er weiß eigentlich darum, wie schlecht die Evidenzlage zugunsten der Homöopathie ist.
Also mittlerweile gibt es ja so einiges an Veröffentlichungen und Äußerungen von ihm, die vielleicht dieses Urteil nicht mehr rechtfertigen. Vielleicht ist es auch das Alter, was einen erstarren lässt oder sturer werden lässt. Ich weiß es nicht. Willst du da ein Beispiel geben? Oder also denkst du an Aussagen im Bereich der Homöopathie oder eher was Covid angeht? Ich denke, also aktuell natürlich an Sachen, die Covid angehen. Ich denke auch an die Arbeit über den Kosirev-Spiegel, die er zum Beispiel als Professor an der Europa-Universität in Frankfurt/Oder betreut hat. Also das sind wirklich Sachen. Das ist einfach nur grober Unfug. Und kannst du dazu ein bisschen ist mehr das sagen? Vielleicht Vermutung. Ja, also das ging natürlich bei uns intern rum, aber ist vielleicht ganz interessant, so ja. Ein paar Sätzen. Ja. Zum Beispiel zum Thema Covid, da repetiert er ja sämtliche Verschwörungstheorien, die es gibt. Er hat eine Arbeit veröffentlicht, die im Wesentlichen sagt, dass sich Kohlendioxid unter der Atemmaske, die wir ja monatelang alle tragen mussten wegen der Corona-Pandemie, dass sich da Kohlendioxid ansammelt aus der Luft, die wir ausatmen, und dass wir dann unser eigenes Abgas quasi wieder einatmen müssen und dass das gesundheitsschädlich sei. Das hat er dann mit Messungen belegen wollen. Das war methodisch derart schwach, dass das hätte, glaube ich, auch sein früheres Ich niemals durchgehen lassen. Jeder, der von Experimenten ein bisschen Ahnung hat, sieht einfach, dass diese Messung so nicht aussagekräftig ist. Interessanterweise ist es aber ja durch den Review-Prozess durchgekommen. Das war ja eine echte Veröffentlichung, die wurde dann später zurückgezogen, meine ich, ne? Ja, ich bin ja selbst auch in ganz, ganz normalen wissenschaftlichen Zeitschriften als Gutachter tätig, also insbesondere in solchen, die von meinem Doktorvater herausgegeben werden. Und so kriegst du natürlich auch mit, dass Peer Review kein perfektes Verfahren ist. Das machen ehrenamtliche Gutachter. Manchmal haben sie mehr Zeit, manchmal haben sie weniger Zeit. Und manchmal haben sie auch einfach einen schlechten Tag oder sie haben halt irgendwie Lust, dem Autor so und so einen kleinen Gefallen zu tun. Also ich kann mir das absolut vorstellen, dass auch unsinnige Arbeiten einen Peer-Review-Prozess überleben, insbesondere wenn eine gewisse Grundsympathie vielleicht für die Person oder aber für das Thema da ist. Und ich merke das ja auch selbst. Ich kann bestimmte Dinge überprüfen oder ich kann Fragen stellen, um vielleicht auch eine Arbeit zu verbessern, aber ich kann nicht nachprüfen, ob die wirklich das gemessen haben, von dem sie behaupten, dass sie es im Labor gemessen haben. Und andere Dinge könnte ich in der Theorie überprüfen, aber das würde dermaßen viel Zeit kosten, dass ich es in der Praxis nicht tue. Also Peer Review beruht erstmal darauf, dass man Vertrauen hat, dass die Leute ehrlich über das, was sie gemacht haben, berichten. Und es steckt immer die Frage auch dahinter, wer bekommt denn so etwas? Ich habe ja gesagt, jeder, der ein bisschen Ahnung von Messtechnik hat, erkennt den Unfug in der speziellen Sache mit dem Kohlendioxid, das sich unter der Maske ansammelt. Aber vielleicht bekommt es dann jemand zu lesen, der ein total guter Wissenschaftler auf seinem Gebiet ist. Vielleicht ein Epidemiologe. Ich will nichts gegen Epidemiologen sagen. Das sind Leute, die unheimlich tief in Statistik und Modellierung drin sein müssen, aber nicht unbedingt selbst im Labor gearbeitet haben müssen. Und jemand wie ich, der vielleicht von Messtechnik was versteht, hat dementsprechend auch keine Ahnung von solchen statistischen Modellen. Ja, aber wer bekommt denn so eine Arbeit zur Begutachtung? Das weiß man a priori nicht. Das sucht sich der Herausgeber nach eigenem Gutdünken ja. aus. Und da muss ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, manchmal wundert man sich auch, was man für Texte angeboten bekommt.
Das ist also nicht immer ganz nachvollziehbar, ne? Und es ist natürlich dann an einem selber, dass man sagt, irgendwie, das fällt gar nicht in meinen Expertisebereich. Wie kommst du denn eigentlich darauf, ne? Aber wenn man sagt, Nachmittag ist ja noch jung, schaue ich mir das mal an, ne? Dann kann es durchaus sein, dass halt wirklich Texte auch zu den falschen Gutachtern kommen, ne? Kannst du noch übrigens etwas sagen, Ja. vielleicht, also zu der Antwort von Milgram? Ja, ich hab ja mit Edzard Ernst jetzt kürzlich einen Text zur Homöopathie geschrieben, ne? Warum das eine Pseudowissenschaft ist. Bahnbrechende Frage, aber stellt sich heraus, gibt dazu wirklich noch keinen umfassenden Text, der das bespricht. Man kommt da an dem Milgram eigentlich nicht vorbei, ne? Und auch an der Antwort auf dich, treating like with like. Und er sagt dir eine Sache, die so ein bisschen kurios ist, ne? Aber du arbeitest ja für Bosch, ne? Und dazu muss man sagen, also der Namensgeber des Unternehmens, ja, das war ja ein also sehr umtriebiger Mensch, also nicht nur als Unternehmer, sondern der hat sich auch philanthropisch sehr betätigt. Und zwar zum einen im Bereich der Gesundheit und hat dann also homöopathisches Krankenhaus gestiftet, aber auch im Bereich der Bildung. Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz hier vorlesen, was auf bosch.com steht. Nämlich Bildung war für Robert Bosch zeitlebens ein zentrales Anliegen. Bildung bedeutet nicht, und jetzt kommt's, ja, das pure Anhäufen von Wissen, sondern auch die Fähigkeit, Irrlehren als solche zu erkennen. Ich glaube, du bist sicherlich befangen und kannst dazu nichts sagen, aber ich wollte das mal in den Raum stellen, weil ich fand das sehr, sehr Ich unterhaltsam. glaube, es ist allgemein bekannt natürlich, dass Robert Bosch ein Anhänger der Homöopathie war und sie gerade in seinem Krankenhaus auch befördert hat. Es wird allerdings auch gemunkelt, er sei an einer homöopathisch behandelten Mittelohrentzündung gestorben. Okay. Zugegebenermaßen in einem reifen Alter. Ja. Ich glaube, wenn man das Gesamtlebenswerk von Bosch, also von Robert Bosch, sich anschaut, auch insbesondere, wie er sich zum Beispiel zum Nationalsozialismus verhalten hat, dann überwiegen bei ihm bei weitem die guten Seiten und dann fällt seine Förderung der Homöopathie gar nicht so sehr ins Gewicht. Er war ja auch einer der ersten Unternehmer, der sich wirklich dafür eingesetzt hat, seine Mitarbeiter gut zu behandeln, weit besser zu behandeln, wie das damals üblich war. Die weitere ironische Spitze in dem Brief von Milgram ist ja auch, dass er wohl wissend, glaube ich, um meine berufliche Tätigkeit dann geschrieben hat, dass so ein reduktionistisches, materialistisches, physikalisches Weltbild, wie ich es propagiere, ja völlig in Ordnung sei, um Dinge wie Autos oder Waschmaschinen zu entwickeln. Autokomponenten beziehungsweise Waschmaschinen sind bekannte Produkte aus dem Hause Bosch. Aber ein solches Weltbild sei ja nicht ausreichend, um Menschen oder Gesundheit, Krankheit, Behandlung, die ärztliche Heilkunst zu beschreiben. Und das trifft natürlich in gewisser Weise auch den Kern der Sache. Sowohl der Brief von Milgram wie auch der Brief von Harald Wallach, wenn man sich das anschaut und liest und ernst nimmt, dann merkt man, es geht jetzt eigentlich nicht darum, dass wir uns darüber streiten, wie jetzt die Studienlage zur Homöopathie sei. Es geht auch nicht darum, dass wir uns darüber streiten, was es mit der Quantenmechanik auf sich hat. Es geht eigentlich darum, dass wir sehr unterschiedliche Weltbilder propagieren. Und bei mir, da bin ich wahrscheinlich in der GWUP in guter Gesellschaft, ist es im Kern natürlich ein sehr materialistisches und wissenschaftliches Weltbild, das im Wesentlichen besagt, dass es so etwas gibt wie eine objektive Realität, dass wir durch wissenschaftliche Methodik herausfinden, was es mit dieser realen Welt auf sich hat. Und bei Wallach wie auch bei Milgram geht es darum, dass in ihrer Philosophie es etwas geben muss jenseits dieser objektiven oder materialistischen Welt. Dass es so ja, geistartige Dinge vielleicht
geben muss. Und ein großer Unterschied auch, wenn man dann Sachen betrachtet, zum Beispiel Anomalien, dann ich muss vielleicht ein kleines bisschen dazu ausholen. Was ist eine Anomalie? Eine Anomalie sind Dinge, die man beobachtet, die aber vielleicht nicht so ganz in ein wissenschaftliches Weltbild reinpassen. Eine Anomalie könnte zum Beispiel sein, dass jemand eine Studie macht und Leute homöopathisch behandelt und dann feststellt, denen geht es ja nachher besser. Und im Rahmen eines materialistischen Weltbildes würde man sich dann die Frage stellen, gibt es vielleicht Fehler an dieser Studie oder gibt es auch andere Erklärungen für die Beobachtungen? Hatten die zum Beispiel eine Kontrollgruppe oder ging es denen einfach besser, weil halt die Erkältung auch von sich aus irgendwann weggeht? Und bei vielen von diesen Anomalien ist es ja eigentlich so, je genauer man hinschaut, umso weniger bleibt davon übrig. Das ist auch wie bei fliegenden Untertassen oder UFOs. Das sind ja erstmal unidentifizierte fliegende Objekte. Und dann schaut sich das jemand genau an. Und in vielen Fällen kann er dann feststellen, das war ein Flugzeug, das war der Planet Venus oder was auch immer. Und da gibt es eine ganz unschuldige Erklärung für die UFO-Beobachtungen. Aber trotzdem gibt es natürlich ein paar Prozent von den Beobachtungen, die man beim besten Willen nicht erklären kann. Wahrscheinlich auch, weil es nicht gut genug dokumentiert ist, was da passiert ist. Und auf der einen Seite würde dann ein Wissenschaftler sagen, ja, diese verbliebenen Beobachtungen, ich muss das akzeptieren, dass ich die nicht erklären kann, aber ich sehe die Tendenz, umso genauer man hinschaut, umso weniger bleibt davon übrig. Also wird wahrscheinlich nichts Echtes dahinter stecken. Und darf ich ganz kurz eine Frage dazwischen schieben, weil ich das so interessant fand, dass du sagtest eben unterschiedliche Weltbilder. Und ich habe das auch schon so erlebt in Diskussionen, dass es quasi so ein dualistisches Weltbild gibt mit Geist. Aber, und das fände ich spannend, deine Einschätzung auch zu Milgram oder Wallach, ob das wirklich so ist. Weil ich höre oft ein anderes Argument. Das Argument ist nicht, ich glaube an Geist und du glaubst nur an Materie, sondern die Wissenschaft unterschätzt manchmal Komplexität und kommt dann erst 100 Jahre später drauf. Und das ist auch vielleicht das Möglichkeitsfenster der Quantenphysik quasi, dass da öffnet sich ein Fenster und natürlich wird man das irgendwann vielleicht alles erklären können. Ja? Aber erstmal stützt es eben auch Dinge, wo man wohlmeinend dann sagen kann, ja, vieles wissen wir eben noch nicht und wir sollten offener sein. Und da ist die aktuelle Wissenschaft quasi zu mechanistisch. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so inspirierend, dieses Möglichkeitsfenster, was die Quantenphysik den Leuten da öffnet. Das ist ja nicht so, dass die glauben, dass jetzt das Tor oder ein Quantenexperiment wäre das Tor jetzt zu Gott oder so. Gibt es auch, aber das ist ja sehr wohl, gibt es ja auch Wissenschaftler, die sagen, naja, das ist trotzdem eine andere und neue Physik und die eröffnet uns dann Möglichkeiten, Sachen zu erklären, die eben die mechanistisch Denkenden bisher unterschätzt haben. Ja, ich halte das ein bisschen für ein Feigenblatt. Also selbstverständlich gibt es Dinge, die wir heute noch nicht verstanden haben. Und selbstverständlich wird die Wissenschaft in den nächsten 100 Jahren weiterhin Fortschritte machen und dabei werden auch Sachen entdeckt werden, die uns heute nicht wirklich denkbar erscheinen. Aber das ist jetzt keine Ausrede, oder kein gutes Argument, um einfach irgendetwas zu behaupten und dann zu sagen, naja, dass dieses Irgendetwas, das ist ja völlig egal, dass es quasi heutiger Wissenschaft widerspricht, in einigen 100 Jahren wird das mit Sicherheit belegt werden. Also der Punkt ist, wir reden tatsächlich von irgendetwas. Das heißt, die Menge an Dinge, die nicht in unser heutiges wissenschaftliches Weltbild reinpassen, die ist ja unendlich groß. Da kann sich jeder seinen Favorit raussuchen und sagen, naja, wenn es halt nicht in unser heutiges Weltbild passt oder im Widerspruch zur heutigen Wissenschaft steht, ja, so what? In 100 Jahren, in 200 Jahren
dann wird es schon irgendwie erklärt werden. Also um vielleicht eine Art Analogie zu bilden. Und gerade weil diese Analogie in dem Brief von Harald Wallach sogar drin ist. Es wird gesagt, im Mittelalter haben die Leute geglaubt, die Erde sei eine Scheibe. Und heute wissen wir natürlich, die Erde ist eine Kugel. Und im Mittelalter hätte man, glaube ich, mit einiger Berechtigung auf Probleme oder glauben können, annehmen können, dass die Welt keine Scheibe sei. So, aber was ist es denn jetzt? Eine Kugel, ein Quadrat, ein Torus oder leben wir alle auf dem Rücken einer Schildkröte? Die Möglichkeiten sind ja unendlich viele. Und das ist, da ist dann auch noch ein Punkt, gerade wenn man an das Mittelalter zurückdenkt. Es gibt Probleme in einem Weltbild, wo die Erde eine Scheibe ist. Auch damals mit den Möglichkeiten, die sie für die Beobachtung hatten, man konnte Dinge beobachten, die haben dazu nicht gepasst. Zum Beispiel, dass wenn man ein sehr entferntes Schiff betrachtet, dass dann zuerst der Rumpf und dann später erst der Mast verschwindet. Oder auch die Art und Weise, wie Schatten sich entwickeln. Da gibt es ja ein uraltes griechisches Experiment oder eine Messung, mit der ungefähr auch der richtige Erddurchmesser schon ermittelt wurde, 500 Jahre vor Christus. Das sind Anomalien gegenüber dem Weltbild einer flachen Erde. Und wenn man genauer hinschaut, gehen die nicht weg. Sondern wenn man genauer hinschaut, dann kriegt man es immer präziser. Und das sind dann, glaube ich, starke Anzeichen dafür, dass mit dieser Flacherde-Theorie irgendwas nicht ganz hinhaut. Wenn du stattdessen dann irgendwelche komischen Theorien wie Erde auf einer Schildkröte anstellst, da kannst du dann mit den beobachteten Anomalien eigentlich nichts anfangen. Und im Gegensatz dazu, die Leute, die heute an eine flache Erde glauben, die haben ja manchmal auch Experimente, die scheinbar eine flache Erde bestätigen. Und dann wird das Experiment wiederholt und dann klappt es nicht. Das heißt, wenn man genauer hinschaut, geht die Anomalie ja weg. Das ist eben ein bisschen der Unterschied. Und da kommt das Weltbild ins Spiel. Wenn du Mysterium brauchst, dann wirst du jede Anomalie als Bestätigung des Mysteriums sehen. Und wenn du an Wissenschaft glaubst, dann wirst du genauer hinschauen und nur solche Anomalien weiterverfolgen, die bei genauerem Hinschauen eben nicht weggehen. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass manche Homöopathen das auch als quasi ihre Möglichkeit sehen, dass die Quantenphysik quasi das Möglichkeitsfenster ist, eine Anomalie, die dann nicht widerlegt ist. Und da wird dann oft dann zitiert, dass eben Einstein wollte das ja gar nicht glauben und so weiter. Und Gott würfelt nicht. Und man stellt fest, er würfelt doch. Also ist jetzt eh ein alter Streit. Aber es ist der Punkt, es hat so ein bisschen was wie, ich sag mal, von dieser Geist-Körper-Welt, wie Descartes irgendwie die Zirbeldrüse zum Festhalten, so als Übergang, ja. Und jetzt hat man so die Quantenphysik und da hat man noch nicht widerlegt, dass das trotzdem nicht der Übergang zu einer Informationsrealität ist, die ein konstruktivistisches Weltbild irgendwie rechtfertigt, ja. Und dieses Möglichkeitsfenster, da würde mich nur interessieren, wie du das auch einschätzt, sagen wir mal, von den. Ich habe das nur ganz kurz gelesen, was du geschrieben hast. Das leuchtet mir alles sehr ein. Aber die Frage ist eben auch, wie sicher ist man sich bei Quantenphysik des klassischen Physikmodells, wo man sagt, ja, wir glauben, wir werden das da integrieren. Oder kann es wirklich auch ein Fenster für ganz neue Phänomene sein? Von denen halte ich es auch nicht als sehr wahrscheinlich, dass dann die Homöopathie, die keine Evidenz hat, dadurch bestätigt wird. Ja? Aber die quasi wirklich
quasi Fantasie zulässt. Und das ist ja oft das, was gefordert wird. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Lobbying-Effekt, warum die Homöopathie gern mit dir dann diskutiert. Das ist so der Lobbying-Effekt. Wir sind noch im Gespräch. Es ist noch, es ist wirklich so mystisch, die Quantenphysik, dass wir noch dabei sein können und trotzdem mit Wissenschaft eigentlich zu tun haben. Ja, während sie ja, glaube ich, keine Studien publizieren groß, die Homöopathie jetzt in evidenzbasierten Studien widerlegt. Ja. Sondern da ist man noch so quasi wie die Zigarettenindustrie, die einfach gerne noch Studien zitiert hat, irgendwie, wo das alles noch nicht so klar ist. Und solange man noch mit den Physikern im Gespräch ist, besteht noch eine Chance für die Begründung der Homöopathie. Mir gefällt ja die Forderung nicht, oder mir gefällt ja der Gedanke nicht, dass man Gesprächskanäle abbricht. Also es ist, glaube ich, immer besser, man redet miteinander. Nein, das finde ich auch toll. Absolut, und das finde ich auch toll. Also es war jetzt nur so ein Gedanke irgendwie, warum die das machen. Und jetzt kann man natürlich einfach intellektuelle Redlichkeit unterstellen. Die wollen einfach auch da weiterkommen. Ja, also das will ich jetzt gar nicht so. Ich will das, also es klang vielleicht zu hart jetzt, ich will das gar nicht so bewerten, dass man das abbrechen sollte. Ganz im Gegenteil, ich finde das großartig, dass du das machst. Um das vielleicht zu soufflieren, also es geht ja nicht darum, dass man den Diskurs beendet, sondern es geht darum, dass man so eine Art Zwischenstand erstmal bildet und dann sagt, okay, die Evidenzlage schaut jetzt so und so aus. Ne? Und das ist ja im Prinzip eigentlich die Idee gewesen, eigentlich bei Klimawandel und auch bei der Tabakindustrie, ja auch teilweise orchestriert von den gleichen Leuten, dass man eigentlich versucht, nicht wissenschaftlich Wissen zu schaffen, sondern Unwissen. Ne? Also Agnotologie ist eigentlich die Disziplin, die sich damit auseinandersetzt. Ne? Ja, super. Ne? Aber auch ein seriöses Feld, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn man sich also ganz naiv mit, also auch so Alltagsfragen auseinandersetzt, ne? Also schlägst ein Geschichtsbuch auf und da steht dann irgendwas vom Holocaust oder irgend sowas. Ne? Generell, was in Büchern steht, stimmt und irgendwie dann glaubst du das und stimmt ja auch. Und ja, das ist halt, so bildest du die wahre Überzeugung, dass es einen Holocaust gegeben hat. Du kannst auch begründen vielleicht ein bisschen. Ne? Und dann kommt irgendeiner und fängt an, die kritische Fragen zu stellen. Und das kann man auch sehr, sehr systematisch machen. Und man kann, wenn man einfach nur ein Buch zu dem Thema gelesen hat, eigentlich nicht mit jemandem mithalten, der das so als Zeitvertreib, als Hobby betreibt und halt wirklich also seit Jahren sich reinliest in die Pseudowissenschaft der Holocaust-Leugnung. Ne? Und das ist im Grunde genommen eigentlich das, was man wirklich auf dem Radar haben muss. Wie man damit umgeht, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber die Lösung kann nicht sein, einfach Diskussionen mit Laien einfach weiterlaufen zu lassen, ohne da irgendwie moderierend einzugreifen. Ich glaube, da sollten vor allem wir uns berufen fühlen, richtig darauf hinzuweisen, dass man als Laie in praktisch keiner Front, wenn man mit Pseudowissenschaftlern diskutiert, irgendeine Chance hat. Ja? Also man muss vorbereitet dahin gehen. Und selbst dann ist es sehr schwierig. Na, ich habe ja mal die Ehre gehabt, mit Herrn Behnke von der Carsten-Stiftung zu diskutieren. Ne? Die Strategie von ihm war, so viel Spaghetti an die Wand zu schmeißen, dass es unmöglich ist, das alles wieder einzusammeln. Und irgendwas ist natürlich hängen geblieben. Und das waren wahrscheinlich so 80-90% von dem, was er gesagt hat. Ja, ja, also ich unterstelle eigentlich, dass die ganzen Arbeiten zur schwachen Quantentheorie nicht der bewusste Versuch sind, Spaghetti an die Wand zu werfen, sondern ich glaube, das entspricht tatsächlich dem Weltbild der Leute, die das schreiben. Und es ist im Grunde sehr, sehr hoch entwickelt, sehr hochtrabend. Es wird in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert oder zumindest formal wissenschaftlichen Zeitschriften. Aber es krankt natürlich zum einen an der Sache, dass es eine Erklärung baut auf komplett unbewiesenen Behauptungen für eine Sache, von der wir nicht mal wirklich wissen, dass sie real ist. Also Homöopathie, wenn man sich die Studienlage anschaut, das ist jetzt wirklich nicht so gut, dass man eine Theorie aufbauen müsste, warum Homöopathie funktioniert. Also bevor du die Frage stellst, warum funktioniert es, solltest du eigentlich zweifelsfrei geklärt haben, ob es denn funktioniert. Und natürlich gibt es Studien solche und solche, aber die Gesamtlage ist, umso genauer man hinschaut, umso schlechter ist eigentlich die Evidenz. Und da
Da wird dann natürlich aus der schwachen Quantentheorie auch das Argument heraus oder aufgebaut, warum Homöopathie immer dann funktioniert, wenn man es im richtigen Leben anwendet und warum es nicht mehr funktioniert, wenn man eine placebo-kontrollierte Studie macht. Das ist natürlich, es ist eine intellektuelle Kapitulation, ja, weil wir alle wissen, wenn man keine placebo-kontrollierte Studie macht, welche Fehler da drin sind. Ja. Aber ein Punkt trotzdem noch, weil ich es so spannend finde und du da dich inhaltlich so gut auskennst. Du sagst richtig, also diese ganzen Theorien sind unbewiesen, ja, und vielleicht nicht sehr wahrscheinlich. Die Frage ist, wie schätzt du dann den Stand ein? Was wäre aber möglich mit viel Wohlwollen im Sinne von, ja, es gibt ja auch, glaube ich, andere Theorien, die jetzt nicht nur auf diese Projektion aufbauen, sondern dass das quasi über Quanten im Wasser sich auf Wassermoleküle überträgt und so weiter. Und ich halte das alles, wenn man das so hört, ist das wahrscheinlich nur eine Rechtfertigungsstrategie, die man auf eine höhere Ebene bringen möchte. Aber was kann man als Quantenphysiker oder als jemand, der sich da auskennt, sagen, wo sind solche Arten von Argumentationen einfach bei all dem, was man auch noch nicht weiß, trotzdem nicht sinnvoll? Auch nicht als Idee, ja, also vom... Offen gesagt, man darf ja kreativ sein. Man darf ein bisschen rumspinnen und auch mal spekulative Modelle aufbauen. Und es gibt, glaube ich, Situationen, wo so eine Art Modell viel besser funktioniert als bei der Homöopathie. Wenn du an die Homöopathie denkst, da gibt es so viele Stellen, wo das, was sie machen, eben gerade das genaue Gegenteil von dem ist, wie es in der richtigen Quantenmechanik passiert. Und dann beruft man sich auf die Quantenmechanik. Aber es ist so voll von Bruchstellen, wo das nicht funktioniert, wo man wirklich das genaue Gegenteil macht. Und wo man im Grunde mit Lücken argumentiert. Das heißt, ich baue mir jetzt dieses komische Zahlensystem oder mathematische System mit der schwachen Quantentheorie auf. Und das ist ja mathematisch erstmal ein korrektes Gebilde. Und ich muss mich jetzt nicht anstrengen, irgendeine Korrespondenz zwischen der Mathematik und der Welt, also der Physik, zu finden, sondern alleine aufgrund der Möglichkeit, dass man mathematisch sowas beschreiben kann, muss es real sein. Und man kann mathematisch ja alles beschreiben. Also da kann alles real werden. Das ist im Grunde, du verlässt das Weltbild, das dir sagt, wir haben Wissenschaft, wir wissen Dinge, so funktioniert die Welt. Wir wissen, das ist nicht perfekt, aber Stand heute ist es das Beste, was wir haben, und damit arbeiten wir. Stand heute sagen wir, deswegen gibt es Dinge, die funktionieren, und andere Dinge, die werden nicht funktionieren. Deswegen fokussieren wir unsere Anstrengungen auf das, was funktioniert. Also ganz, ganz anderes Beispiel. Es gibt ja so eine Fantasie, dass ein Auto mit Wasser fahren kann. Wir wissen ganz genau, warum das nicht hinhauen kann, ja. Und deswegen wird auch nicht ernsthaft daran gearbeitet, oder es werden nicht Milliarden investiert, um diesen Weg zu gehen, obwohl es jetzt, obwohl du natürlich rein theoretisch dir irgendein alternativwissenschaftliches System ausdenken kannst, was logisch schlüssig ist, wo es dann doch funktioniert. Aber hört man dann nicht manchmal auch genau dieses Argument quasi, ja, das sind die Physiker, die noch vor dem Paradigmenwechsel stehen, so nach Kuhn, das ist noch die normalwissenschaftliche Phase. Und das ist ja genau die Revolution, die ja die Quantenphysik anführt, dass wir eben nicht in diesem System bleiben, sondern quasi eine ganz neue Physik darauf irgendwann mal aufbauen wird. Und das ist vielleicht, ist doch oft auch, oder, der Span, der da irgendwie in Brand gesetzt wird, mit dem quasi auch so Schwurbelfelder eröffnet werden, wo man sagt, ja, wir stehen da gerade vor dieser, vor dem Paradigmenwechsel. Ja. Natürlich,
Natürlich, natürlich. Und das ist genau der Vorwurf, der dann auch Leuten wie mir gemacht wird. Das ist der Vorwurf, der auch bei Wallach und bei Milgram in den Antworten auf meinen Text drinsteht. Ich kann da im Grunde nur antworten, den nächsten Paradigmenwechsel oder besser gesagt den übernächsten, den wir jetzt noch gar nicht kommen sehen. Wir wissen eigentlich nicht, in welche Richtung das gehen wird. Und was wir hier im Grunde diskutieren, ist, Leute nehmen etwas sehr, sehr Spezifisches für diesen Paradigmenwechsel an. Und das ist in etwa so, wie wenn du dir aus dem Pantheon der vielen, vielen Götter, die die Menschheit sich je erdacht hat, irgendeinen heraussuchst und sagst, genau den muss es geben und der muss so sein, wie er in seinem zugehörigen heiligen Buch auch beschrieben wird. Ja, und zwar deswegen, weil es irgendwann noch einen Paradigmenwechsel in der Physik und in anderen Wissenschaften geben wird. Den Paradigmenwechsel, den wird es mit Sicherheit geben, aber ich bezweifle doch sehr, dass er irgendeine Gottheit, die die Menschheit sich irgendwann mal ausgedacht hat, meinetwegen Zeus, rechtfertigen wird. Ja, aber es spricht natürlich trotzdem auch dafür, und das finde ich eben das Spannende, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausdrücken kann, aber kannst du dir vorstellen, eine dieser Ideen aus der Quantenphysik heraus, die auch mit Fernwirkung zu tun haben, dass die Dinge erklären könnten, wo man sagt, denn natürlich heißt das nicht, dass nur weil man darauf setzt, das auch so sein wird, aber gleichzeitig ist ja die Entwicklung der Wissenschaft, dass Leute, ich weiß nicht, Leute wie der Wegener oder so mit der Kontinentalverschiebungstheorie, 60 Jahre lang irgendwie haben sie den und er hatte dann doch recht, ja, also natürlich gibt es diese Beispiele und das ist ja auch was sympathisch an Wissenschaft ist, dass man das haben darf und dass das auch gut ist. Man muss sich halt immer in den Diskurs bewegen und auch die Kritik aushalten. Und da braucht es aber, finde ich, auch eine Frage der intellektuellen Redlichkeit. Was kann man Leuten zugestehen? Also du als Quantenphysiker, könntest du denen zum Beispiel zugestehen, dass sagen, ja, es gibt wirklich in der Quantenphysik solche Phänomene, die wir nicht erklären können. Und die könnten sogar in der Makrowelt, oder wir haben Beispiele, wo sie in der Makrowelt einen Impact haben, ja, weil das ist das, was ich oft als Kritik gelesen habe, dass es funktioniert in der Mikrowelt, aber in der Makrowelt eigentlich nicht. Aber trotzdem ist es deswegen eher was anderes erklärt als die Homöopathie. Also kann man ihnen da, sag mal, seriös entgegenkommen? Oder ist es so, dass man einfach nur sagen kann, nein, das ist eine Theorie, unbewiesen und Also es gibt tatsächlich Beispiele und es gibt ja, die Quantenmechanik dringt ja auch ein bisschen in die Makrowelt vor. Also es gibt erstmal relativ einfache Dinge. Ohne Quantenmechanik kann man zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, wie ein Laser funktioniert oder wie ein Transistor funktioniert. Aber man kann wir nehmen die ja auch als einfach als existierende Geräte wahr. Die haben bestimmte Eigenschaften und ganz fundamental muss man nicht wissen, wo die herkommen. Das ist so die eine Ebene. Und ein anderes total spannendes Beispiel, wo vielleicht die Quantenmechanik auch ein bisschen in die Makrowelt hineinragt, das ist heutzutage immer noch nach wie vor sehr spekulativ, das ist unser Geruchssinn. Und es ist ein ernstzunehmender Gedanke, da gibt es einiges an Indizien, die dafür sprechen, dass da quantenmechanische Effekte, dass die Evolution einen Weg gefunden hat, quantenmechanische Effekte zu verstärken und nutzbar zu machen. Und das soll dann eben andeuten oder ein Teil der Erklärung dafür sein, wie unsere Nase in der Lage ist, Gerüche zu unterscheiden oder wahrzunehmen. Also es gibt natürlich Dinge, aber da gibt es dann auch eine Beschreibung, wo Dinge kohärent aufeinander aufbauen. Also da gibt es Anzeichen dafür, da gibt es immer stärker werdende Indizien und das fehlt halt hier einfach.
Okay, aber das ist schon mal eine schöne Antwort auch auf meine vorhin gestellte Frage. Also wie kann ich falsche oder unrealistische Aussagen, ohne jetzt sofort alles abzuwürgen, von realistischen unterscheiden? Das ist dieses kohärente Aufeinanderaufbauen in der Argumentation, die das wahrscheinlicher macht und die einfach zu lückenhaft genau in dieser Homöopathie-Diskussion ist. Ja, ich glaub, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, auch wenn es zu einem echten Paradigmenwechsel kommt. Das sieht man ja, wenn man vergangene Paradigmenwechsel sich anschaut. Da merkt man erstmal, da gibt es Dinge, die funktionieren einfach in dem alten Paradigma nicht. Und umso genauer man hinschaut, umso schlimmer wird das Problem. Es verschwindet nicht. Und dann gibt es immer mehr Ideen, die außerhalb dieses Paradigmas sind und die sind fruchtbar. Da wird was draus. Das heißt, das entwickelt sich und es macht Fortschritte. Und wenn wir eher bei Pseudowissenschaften sind, die kommen im Grunde nicht vom Fleck, sondern das entwickelt sich nicht, sondern es steigert dann eher den Grad an Verrücktheit, den man braucht, um immer mehr negative Ergebnisse zu Ja. erklären. Und das alles baut nicht wirklich kohärent aufeinander auf, sondern es sind eher so Dinge, du kannst mir halt nicht letztendlich oder letztgültig beweisen, dass es nicht doch stimmt. Das ist alles immer ganz negativ aufgebaut, in dem Sinn, dass man im Grunde die Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert, umdreht. In der Art und Weise, wie man es richtig macht, ist, man baut eine Hypothese auf, schaut dann, ob das stimmt und verwirft die Hypothese, wenn sie falsifiziert wurde. Und hier baut man eine Hypothese auf, weil man das Gegenteil nicht beweisen kann. Und immer dann, wenn es weitere Indizien gibt, die dagegen sprechen, werden die Erklärungen, warum es doch sein könnte, immer fantasievoller, immer mehr Ad-hoc-Hypothesen, um die verrückte Idee dann doch zu retten. Schön, jetzt hatten wir auch ein bisschen Wissenschaftstheorie noch mit drin, ne? Also Falsifizierbarkeit, Kriterium von Popper. Ne? Aber viel interessanter eigentlich das, was du vorher nanntest, nämlich dass die Disziplin sich nach vorne bewegt. Ne? Also man macht Fortschritte und das ist ja durchaus zu erkennen bei den also etablierten Forschungsparadigmen. Ich verwende da immer ganz gerne so ein Bild, dass man sich vorstellt, also irgendwie ein Schiff sticht in See und hat einen Mast und dann während das Schiff schon fährt, dann bauen die einen zweiten Mast und dann fahren die noch schneller, ne, weil sie ein zweites Segel aufhängen können. Ne? Wohingegen so eine Art stagnierende oder also Disziplin, die eigentlich versucht, eher so ihre eigenen also Probleme permanent also zu bearbeiten, ist eher wie so jemand, der einfach so einen Bretterhaufen hat und den aufs Wasser legt und wild um sich schlägt und versucht, die ganzen Bretter einzufangen, die ihm irgendwie so abhanden gekommen sind. Ne? Und das ist im Prinzip eigentlich das, was die Homöopathen machen. Ne? Also es gibt permanent irgendwie neue Beobachtungen, mit denen die schlecht umgehen können. Und dann versuchen sie, die zu erklären, aber es gibt keinen Fortschritt, außer dass man halt irgendwie sagt, jetzt versuchen wir auch nochmal Handystrahlen oder T-Rex oder die Berliner Mauer als homöopathisches Mittel. Ja, so ist es. Es werden immer mehr Bretter draufgeschmissen, so kann man es vielleicht formulieren. Und es sind jetzt, es, Homöopathie gibt es seit 200 Jahren. Und da gab es viele Gelegenheiten. Es wurde immer wieder auch versucht und es wurde von sehr guten Wissenschaftlern versucht, in sauberen Studien nachzuweisen, da ist ja ein Effekt. Immer alles, was gefunden wurde, entweder schwache Studien oder vielleicht höchstens so mikroskopisch kleine Effekte. Und dann gibt es ja auch theoretisch Riesenprobleme mit diesem Gesamtgebäude oder Gedankengebäude Homöopathie. Und du brauchst dann immer mehr von diesen verrückten Ad-hoc-Hypothesen, um die theoretischen Probleme wegzudiskutieren. Und das ist dann eigentlich ein sehr gutes Zeichen für eine pathologische Wissenschaft. Phänomenal, tolles Gespräch. Ist auch sehr interessant, was du alles zu erzählen hast, noch über die Homöopathie hinaus. Das war mir gar nicht so richtig klar. Mein Vorschlag und mein Anliegen wäre, dass wir versuchen, sowas in Zukunft stärker zu heben. Es gibt so viele verborgene Schätze und so viel, was also interessante Skeptikerinnen und Skeptiker erlebt haben. Wenn du Lust hast, Gerne, ja.
komm nochmal und wir sprechen über weitere Themen. Ja, also du hast wahrscheinlich auch noch eigene Vorstellungen und du kannst uns natürlich auch Fragen stellen. Also der Axel hat ja also eine Unternehmensberatung und debunkt Sprachbullshit, was auch sehr, sehr spannend ist. Und wir haben auch noch, natürlich noch weitere Interessenfelder, über die wir gerne auch mit dir sprechen würden. Ja.